Ich habe heute Morgen, ich hatte ja heute frei, weil ich ja eigentlich um 10 Uhr pünktlich zum Mediamarkt wollte. Jetzt habe ich aber halt irgendwie vergessen, meinen Wecker auszuschalten. Dementsprechend war ich auch rechtzeitig wach. Bin aber echt nur mal eingeschlafen. Komm, ich mach das jetzt, auch wenn ich es wahrscheinlich nie brauchen werde. Weil ich eigentlich nur die letzten upgraden will, aber dann sind sie halt irgendwie... Was durch ist, ist durch, ne? Ich habe gar nicht so viele Metallscherben. Weißt du was? Ich mache jetzt gleich noch mal kurz. Ja, nee, das kann ich nicht bringen. Ich kann nicht jetzt AFK gehen, während die Aufnahme frisch angefangen hat. So, kehre zur Basis zurück. Ich will erstmal meine Fertigkeiten gucken. 29 von 29, das ist doch schon mal gut. Machen wir hier weiter Überlebende. Why not? Nicht genug Fertigkeitspunkte. Nicht genug Fertigkeitspunkte. Abgehärtet. Mutstoß. Ja, von mir aus. Bin ich hiermit durch? Kann ich das noch... Maximale Stufe verbessert. Verbessert. Der längste Wachdienst der Welt. Gucken wir mal nach den Nebenquests. Why not? Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Nebengebrabbel. Okay, also ist nichts, wo ich... Finde die Osseram-Ausreißerin. Hatte ich die aber nicht schon gesucht? Ich meine schon. Das mit dem Vorrat finde ich super. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ein Unterschlupf. Ich kann mich ausruhen und meine Ausrüstung überprüfen. Da kannst du nämlich hier echt sammeln, was du willst. Ohne, dass es halt wirklich verloren geht. Machen wir mal. Eine Schnellspeicherung. Sicher ist sicher. Ich kann jetzt nur die Zeit vergehen lassen, ne? Ja gut. Brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Erstmal alles herstellen, sodass alles voll ist. Kann ich nicht. Ich habe nicht genug Metallscherben. Kann ich nicht. Okay. Was kann ich denn alles herstellen? Nicht genügend Rohstoffe. Der Wind ist eine Kraft, mit der man rechnen muss. Ja, ach nee, echt, mach Sachen.
Oh, Grünglanz. Super. Ups. Ich weiß nicht, ob ich mich auf Jagd begeben will. Ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht eine schlechte Idee. Aber auf der anderen Seite... Oh, da ist wieder so eine riesige Turtle. Ich glaube nicht, dass ich schaffe, mich dort zu nähern. Ich könnte natürlich... Jetzt hört schon auf zu suchen. Ja, natürlich. Wo kommen diese kleinen Ficker her? Oh. Hört's auch nicht. Ja, natürlich. Ich hasse diese Viecher, vor allem wenn die halt massiv Damage machen. Weil die einfach viel zu viel. Die können einfach zu viel. Sag mal, ist der... Ich muss nachsetzen, solange die Säure wirkt. Ja, natürlich. Oh, ich habe ein Problem. Oh, dann grabe ich mich mal ein. Oder fang sowas an. Och, komm schon. Diese Viecher sind einfach so ekelhaft.
Ja, so ein kleiner Hurenficker, ey. Sind immer diese kleinen Rotzviecher, die irgendwie voll am Abfacken sind, ey. Ich hab natürlich keine Muni, ne? Ja, woher? Ich hasse es einfach, wenn die aus allen Löchern feuern können und es halt einfach so machen, ohne dass man was großartig machen kann. Oh, ich habe ein Problem. Ja, dann bin ich jetzt einfach mal... Ja, natürlich. Und dann stunnen und dann aufstehen. Dauerstun. Oh, komm schon. Also da haben sie echt ein bisschen reingeschissen. Also da haben sie nicht die falschen Sachen von Dark Souls abgeguckt. Ja, von was? Oh, wie dumm ist das denn? Ah, ich weiß nicht. Ich bin kein Freund mehr von diesen großen Gegnern. Im ersten Teil haben die echt Spaß gemacht. Du konntest echt was machen. Aber hier haben sie halt echt verkackt, finde ich. Also haben sie es ein bisschen übertrieben, generell. Und ich meine, ich habe schon auf leicht gestellt. Vor allem hast du halt viel zu viele nervige Sachen auf einmal. Wir machen die nicht nur schwerer, härter, sondern die können jetzt auch viel, tausend Sachen mehr. Ich mir so, ja, aber warum immer alles zeitgleich? Oder es verbuggt und es interessiert einfach keinen Arsch. Ich meine, das ist halt auch wieder so eine typische Putt-Situation. Wenn es halt jemand blöd findet, dann wird er von der Community ausgelacht, weil, ne? Lieber andere Leute fertig machen, als zu sagen, okay, vielleicht hat er mein Lieblingsspiel doch ein bisschen verschissen. Und dann wird es natürlich keiner zugeben.
So, wo ist der nächste Lümmelurch? Das Problem ist halt auch, wenn du halt einmal drin bist und Spaß hast, dann kommt so ein riesen Vieh an. Was dann halt in meinen Augen wieder, wie gesagt, zu krass ist. Dann haust du halt auch den ganzen Spaß dran. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr auf Monsterkämpfe, weil ich mir denke, ja, nee. Okay, das Licht ist schon ein bisschen krass hier gemacht gerade. Falschen Ort, zu viele Details, zu viel Variation. Aber das ist ja auch eine Sache, die ich die ganze Zeit bemängel. Ich nenne sie ab sofort das Far Cry 6 Syndrom. Far Cry 6 hatte das gleiche Problem ja auch. Wo ist der jetzt hingelaufen? Ich weiß zwar nicht, wie ihr das so findet, aber ich finde es halt extremst schade immer. Das ist immer so eine pure Enttäuschung. Man kriegt halt auch keine, man kriegt halt auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn man als Entwickler wenigstens sagen würde, okay, wir wollten die in die halt kopieren, wir haben es verkackt, dann würde ich wenigstens sagen, okay, gut. Wo kamen die denn her? So, warte mal, hier war doch noch irgendwas. Diese Suchbilder waren okay, fand ich. Ich komme. Was war das denn, Aloy? Das sind Teile einer Stadt. Las Vegas vielleicht. Teile einer alten Stadt. Das Gefühl, ich muss ein bisschen weiter nach unten. Ich glaube, ich bin zu tief, um das Bild auszurichten. Was? Zu tief? Kann sein, dass ich nach da oben muss, da wo ich schon mal gewesen bin. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das Bild aus dem Fokus nicht verliere. Ich habe auch keine Ahnung, ob das die richtige Vorangehensweise ist. Ich muss in der Nähe vom Ort sein, wo das Bild gemacht wurde. Ohne hat geklappt. Okay, ziemlich cool. Ziemlich cool. So. Sekunde, was will denn das Handy jetzt schon wieder? So. Gehen wir hier weiter.
Oh, begutachten. Lauter Grünglanz. Jemand muss hier auf ein riesiges Vorkommen gestoßen sein. Ja, dann nimm's mit. Grünglanz. Ich Glückspilz. Sieht wie ein Osser am Lager aus. Aber wo sind denn alle? Durchnässtes Pergament, das kaum lesbare Glyphen beschriftet. Dämliche Karcher-Adlige verkaufen, um eine Schmiede mit Bier füllen. Ein Streitspiel bauen und es an dämliche Karcher-Adlige verkaufen, um eine Schmiede mit Bier füllen. Einen neuen Hammer kaufen. Nein, tausende Hämmer und dann meine Schmiede mit Bier füllen. Ein Wildschweinfleisch. Was? Etwas Wildschweinfleisch kaufen. Alles Wildschweinfleisch kaufen. Essen und meine Schmiede mit Bier füllen. Mich mit Wogruf verabreden. Er mag alles, was glänzt. Vorher vielleicht ein Bier trinken? Ich weiß, das ist eine schöne To-Do-Liste. Ich würde sagen, der Typ weiß es zu leben. Also der hat hier irgendwas gefunden, was schön ist. Und das will er wahrscheinlich an Adlige und an Reiche verkaufen. Und natürlich Bier. Das ist wichtig. Da höre ich ihn doch schon. Die Osserham, die ich traf, sagte, dass jemand aus ihrem Trupp in diese Richtung lief. Ich sollte die Augen offen halten. Weg! Da! Weg von meinen Sachen! Tapferes Mädchen. Feuer ist hier hilfreich. Elender Aasgeier! Klingt, als hätte da jemand Ärger. No. Schau mal, ob es dir gut geht. Ich glaube, die macht sich mehr Sorgen um ihre Schmiede oder was weiß ich, als... um alles andere. Hab ich so das Gefühl. Das ist aber eine Dame. Ich hätte nicht gedacht, dass die unbedingt hier alles mit Bier füllen will, aber... ja, ne? Soll auch Damen geben, die den Gerstensaft nicht verschmähen. Ja, es funktioniert. Eins der zwei. Vorwärtsabwurf. Sehr gut. Der Draht zum Stachel ist noch intakt. Die Anlage geht noch. Bist du okay? Du hast die Maschinen besiegt. Danke, aber du solltest jetzt gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Also diese Anlage... sie empfängt Ton durch diesen Draht. Von dem Ding auf der Klippe, dem sogenannten Stachel. Aber die Nachricht ist unvollständig. Und du versuchst sie komplett zu empfangen? Wie hast du all das rausgefunden? Ich habe unterwegs einiges gelernt. Wenn du willst, können wir darüber reden. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als würdest du was davon verstehen. Ein bisschen. Also dann. Leg los. Imposante Anlage. Wie funktioniert sie? Naja, wie du gesagt hast. Der Stachel da oben scheint den Ton einzufangen. Und dann kommt er durch den Draht in mein Gerät. Ich habe Spulen eingebaut und ein dünnes Metallblech, das vibriert und den Ton verstärkt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das tut es. Und du hast es hier aufgebaut? Ganz allein? Ich traue eigentlich niemandem. Was ich tue, mache ich meist alleine.
Wie hast du die Nachricht zuerst gehört? Ich war Schmiedin oben im Anrecht. War kein leichtes Leben. Viel harte Arbeit, ohne was davon zu haben. Dann hörte ich eines Tages ein Flüstern von einem Stahlstab. So schwach wie der letzte Rauch aus einer erkaltenden Esse. Als ich den Stab bewegte, wurde das Flüstern lauter. Ich habe etwas gebastelt, die Anlage gebaut und folgte dem Geräusch so gut es ging. Je westlicher ich kam, desto stärker wurde es. Dann fand ich den Stachel dort oben. Als ich meine Anlage anschloss, waren die Worte klarer denn je. Was ist das wohl für eine Nachricht? Ich weiß nicht. Sie hat etwas Trauriges. Wie ein Band zwischen zwei verlorenen Seelen. Ich wüsste gern, was sie bedeutet. Du bist keine normale Bastlerin. Ich war überhaupt keine Bastlerin. Eher Metallarbeiterin. Ich kam aus Hauptquell. Meine Schweißnähte sind so fein, dass man sie kaum sieht. Nicht, dass das jemals jemand anerkannt hätte. Weißt du, da oben muss man ein Mann sein, um weiterzukommen. Ich hatte mal die Chance, in einer der besten Schmieden im Anrecht zu arbeiten. Hab aber den Job nicht gekriegt. Mein eigener Bruder hat nicht für mich gestimmt, nur weil ich eine Frau bin. Ach, lass dich nicht davon anscheißen. Das packst du schon, Mädchen. Hier draußen muss ich mich immerhin nicht über herablassende Männer aus Hauptquell ärgern. Klingt, als wärst du noch sauer auf deinen Bruder. An manchen Tagen ja. An anderen vermisse ich ihn. Er lebt nicht mehr, deshalb. Er hatte nicht den Mumm, gegen den Strom zu schwimmen und für eine Frau zu stimmen. Nicht mal für seine Schwester. Das war feige. Das habe ich ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, er gehört nicht mehr zur Familie. Doch mit der Zeit habe ich das bereut. Er war kein schlechter Kerl. Er brachte mich zum Lachen, wenn er nicht so ein Rüpel war. Das mit ihm tut mir leid. Ja, mir auch. Verdammt. Ich sehe mir den Stachel mal an. Vielleicht kann ich mehr von der Nachricht empfangen. Wie? Sagen wir, ich habe auch eine Anlage. Ich wusste nicht, dass Nora Bastler sind. Sind sie nicht, aber ich schon, irgendwie. Bin gleich zurück. Okay, na gut. Schätze ich. Folge einfach dem Draht zum Stachel ganz oben. Und ich bitte dich, mach nichts kaputt. Da. Kriegen wir hin. Hau mal einfach ein paar Mal mit dem... Das sind keine Schläge, die die Sachen kaputt machen. Das sind Schläge, die ganz machen. Einmal mit dem Speer draufgehauen. Das passt schon. Super. Ich sollte losklettern. Ja, ich weiß, dass du das solltest. Das muss ich hier lassen. Den ganzen Draht die Klippe hochzuwuchten. Das hat was. Der Stachel. Vielleicht ist der Empfang direkt daneben besser. Aber hier ist noch Sternenglanz.
würde ja mal wissen, ob die das geschrieben hat, das mit der Anlage mit Bier füllen, oder ob die da einfach nur... Ich finde es halt immer krass, wenn die Aloy springt. Das hört sich dann so an, als wenn die 5000 Kilo schwer wäre. Signal genau herkommt. Ich sollte der Bastlerin sagen, dass ich etwas mehr von der Nachricht habe. Das sollte eine gute Abkürzung sein. Autsch. Hallo, ich habe was für dich. So, komm. Doch, Silja, komm. Hm? Deine Anlage empfängt eine Nachricht aus der alten Welt. Eine Art Aufnahme. Das habe ich mir gedacht. Hast du etwas mehr gehört? Ein wenig. Sie wurde aufgezeichnet. In einem schlimmen Krieg. Vielleicht klingt sie deshalb so traurig. Immer. Etwas daran erinnert mich an meinen Bruder. Möge seine Asche in der Schmiede warm bleiben. Ich weiß nicht genau, warum. Die Quelle kann ich immer noch nicht orten. Die Worte wurden stärker, als ich hierher kam. Und wenn du die Anlage bewegst, schau, ob du anderswo ein stärkeres Signal kriegst. Selbst wenn ich den Tenakt und Maschinen entginge, ich brauche den Stachel. Nichts empfängt die Worte besser. Okay. Eine Nachricht aus der alten Welt erfordert Methoden aus der alten Welt. Nimm mein Handy. Sie haben Signale lokalisiert, indem sie sie von 3 Punkten abgehört haben. Je höher, desto besser. Gut, will sie nicht. Dann kombinierten sie die Informationen, um die Quelle zu finden. Und so etwas kannst du? Ich denke schon. Aber dein Stachel ist nur ein Punkt. Ich brauche noch 2, beide hoch oben. Im Tenak-Gebiet nördlich von hier ist ein großer heller Turm. Ja, das müsste gehen. Mir schwebt noch ein Ort vor, nahe meines, Lagers. Moment. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und wieso du all das für jemanden tust, den du kaum kennst. Ach, warum nicht? Aloy. Und weil ich wissen will, was da draußen ist. Genau wie du. Sieh jetzt. Wenn du es findest, Aloy, will ich gerne wissen, was es ist. Super. Begib dich. Warte mal. Das ist mir echt zu viel. Mehr Ausan-Signalsuche. Weißt du was? Warum eigentlich nicht? Das ist Ort Nummer 1, ist Ort Nummer 2. Da kann ich ja sowieso... Ja, hinreisen. Easy peasy, lemon squeezy. Jetzt will ich noch mal gucken, ob ich noch ein paar... Schnellreisepakete machen kann. Nee, zum Koch muss ich jetzt nicht zwingend, obwohl ich immer noch 885 von 500 Energiesachen habe. Die habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht. Ja, natürlich. Da oben. Ich will generell mal, sollte ich mal nochmal die Händler abklappern. Ein Schnellreisepaket. Wie viel habe ich denn da noch? Insgesamt.
Yo! Herrlich. So, gut. Ich kann doch nicht. Jägerbogen, ätzende Sprengschleuder, ja. Das ist schön, dass sie neue Sachen hat. Da, dem Turm hinauf, dort. Komme ich denn überhaupt den Turm hinauf? Vielleicht, dass sie da was dagegen haben. Ich muss hochklettern und sehe, dass die genau treffen. Aber wo fange ich an? Autsch. Zu orten. Ja, ich bin doch dran, Aloy. Nur noch etwas höher. Ja. Und danach fahren wir an. Schnell die Bus. Man kann es gefühlt auch mit dem Klettern übertreiben. Aber die Aussicht ist hier schon geil, ne? Not bad. Okay. Mal sehen, ob ich Silkas Signal empfange. Aber nicht genug, um die Quelle zu finden. Wenn ich auf den Berg bei meiner Basis klettere, müsste es klappen. Na super. Dann wollen wir mal. So. Aber dann mache ich jetzt erstmal Schnittibus. Bin aber auf Toilette. Bis gleich.